Liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Wir sind hier auf dem nächsten Kanal namens Flori LP. Ja, hier schon mal zum Kanalbanner und zum Profilbild. Passend, schwarz-rot, genauso passt's. Es passt zusammen. Weiter so. Dann haben wir hier Steam-Verlinkung, Google Plus, Facebook, Twitter, Let'sPlayerForum.de und Skype. Der Kanal gefällt mir von der Strukturierung gut. Die Thumbnails auch, besonders das schwarze hier von Konflikt Free Space The Great War. Passt eben auch zum Kanalbanner dazu. Schauen wir mal seine Upload-Geschichten an. Ja, hier sieht man schon mal, die letzten Videos waren alle vor Monat. Da wäre wieder schön, als kleiner Tipp von mir, ein Video wäre mal wieder nicht schlecht. Denn die Abonnenten wollen natürlich was Neues sehen. Und so ein Video im Monat, in der Woche, sorry, sollte echt sein. Dann haben wir FIFA World, Portal 2, Unturned haben wir noch von den Playlisten. Und das war es dann auch schon. Also hier kann ich schon mal sagen, für Fußballfreunde, für Portal-Freunde ist immer was dabei. Schön wäre hier noch ein bisschen mehr an Projekten. Und ja, ansonsten ist der Kanal echt gut aufgebaut. Also es ist zwar nicht viel, aber gut aufgebaut. Schauen wir hier nochmal in seine Playlisten. Ja, wie gesagt, hier haben wir schon mal eben die vorher genannten vier Playlisten. Schauen wir mal in seine Kanalinfo. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Florian, also Flori LP. Mache Let's Plays Videos auf YouTube und bin 16 Jahre jung. Falls du zum ersten Mal auf mich gestoßen bist, kannst du mal meinen Kanal ansehen. Ich brauche sehr viel Feedback von euch. Deswegen lasse an meinen Videos immer einen Kommentar da und schreibe, was ich besser machen kann, oder gib mir Lob und einen Daumen hoch nach oben und lasst ein Abo da, wenn ihr wieder mal auf meinem Kanal vorbeischauen wollt. Was für Games spiele ich? Action Adventures, Scooter, Rennspiele, Sportspiele und Weltraumspiele, Rollenspiele. Mit welchen Programmen nehme ich auf? Fraps, Bild und Ingame Sound, Audacity, Stimme. Mit welchen Programmen schneide ich meine Videos und rendere sie? Magix Video Deluxe 2014, Schnittprogramm. Megai Rendern. Mikrofon und Headset. Dynamic MMX2 Headset Microphone. Wann lade ich was hoch? Entschuldigung, Leute. Die Motivation noch lange nicht auf 100% unterschiedlich. Okay. Internet 6000er Leitung. Ja, hier möchte ich mal einen kurzen Tipp anbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber Fraps ist ein Programm, was echt Ressourcen frisst. Wenn ich mal mein Programm sagen darf, ich verwende Mirelease Action, bin sehr zufrieden, also man kann echt einen Haufen anstellen, vom Mikrofon her, vom Bild her, von alles Mögliche, und es ist ressourcenschonender als wie Fraps, das auf alle Fälle.
Und man kann es 30 Tage kostenlos testen. Danach kostet es, glaube ich, $20. Und aber ehrlich gesagt, das Geld ist es wert. Das Schneeprogramm finde ich gar nicht mal so übel. Also Magic Video Deluxe, gute Erfahrung habe ich gesammelt. Ja, also zur Kanalinfo super geschrieben, also schon vorgestellt. Und wegen der Motivation, wie gesagt, ein Video pro Woche wäre echt nicht schlecht. Ja, ich finde den Kanal jetzt echt super und schaut einfach mal rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Red Dragon Gamer. Ciao, liebe Zockerfreunde.